Diesmal ein Rezept für Hilly Billy Corn Dogs. Wir benötigen 1 Cup Weizenmehl, 1 Cup Maismehl, 1/2 Cup Zucker, Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Backpulver, 1/2 Teelöffel Natron. Als erstes werden die trockenen Zutaten gründlich gemischt. Und jetzt die flüssigen Zutaten, die 2 geschlagenen Eier und 1 Cup Buttermilch. Das Ganze jetzt möglichst klümpchenfrei verrühren. Jetzt das Ganze für ungefähr 30 Minuten in den Kühlschrank. In der Regel dickt der Teig im Kühlschrank noch ein wenig nach. Heute nehme ich mal ausnahmsweise zum Frittieren eine Pfanne. Die Temperatur beträgt hier ca. 190 Grad, 377 Grad Fahrenheit. Beim Frittieren hier natürlich auch sehr wichtig die Temperatur wegen der Nitrosamine, die bei zu hohen Temperaturen entstehen. Okay. Ich habe die Würstchen in einen Beutel mit Maisstärke gegeben und geschüttelt, um die Bindung vom Würstchen zum Teig noch weiter zu verbessern. Für den Teig nehme ich mir ein Glas, länger wie die Würstchen. Vereinfacht die Handhabung wesentlich. Bei den Czaszek-Spießen sollte man darauf achten, dass die stumpfe Seite ins Würstchen kommt und die untere Seite nachher abgebrochen oder abgeschnitten wird. So, die Würstchen jetzt satt eintauchen. Jetzt das Ganze vorsichtig ins heiße Fett gleiten lassen. Halten Sie nach Möglichkeit Kinder von der Kochstelle fern. Das heiße Fett ist nicht ganz ungefährlich. Die Leute, die vielleicht mit ihren Kindern schon mal in den Staaten waren, haben sicherlich die Corn Dogs schon mal kennengelernt. Sind auf Kinderpartys sicherlich sehr weit verbreitet. Und auch Stände vor den Shopping Center bieten oft Corn Dogs an. Sicherlich auch für die Opis hier die Gelegenheit, bei diesem Rezept bei ihren Enkeln Pluspunkte zu sammeln. Es fällt noch anzumerken, das perfekte Rezept gibt es natürlich nicht. Jeder kann hier variieren. Konsistenz, mehr oder weniger Zucker. Da gibt es natürlich noch einige Möglichkeiten, sich auszulassen und seinen Senf dazuzugeben.
So, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal Little Guesthouse abonnieren oder Thumb Up. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.